Jo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Elden Ring Video. Und heute habe ich mir überlegt, zeige ich euch mal den direkten Weg von der unterirdischen Straße, wo ich euch letztens gezeigt habe, wie er da hinkommt, damit er zum Dung Eater kommt. Aber ich zeige euch den direkten Weg von der unterirdischen Straße zu Mog. Weil der Weg in der Kanalisation ist extrem kompliziert und deswegen laufe ich den einmal mit euch jetzt ab. Ihr startet an der Gnade, geht links rum. Und nochmal, ich zeige euch nur den direkten Weg. Ich zeige euch keine Nebenwege oder welche Items es alle gibt. Ich zeige euch nur den direkten Weg, damit ihr genau wisst, wo ihr lang müsst. Hier einen kleinen Turnaround. Und dann hier entlang. Geradeaus wird es ja zum Dung Eater gehen, aber ihr geht hier rechts in den Kanal rein. Aufpassen, hier ist ein Loch, da müsst ihr drüber springen. Und dann rechts. Dann hier hoch. Aufpassen, hier ist noch ein Loch, müsst ihr wieder drüber springen. Hier, ganz wichtig, durch das Tor. Immer schön aufpassen, ihr kommt aus jedem Kanal, kommen gefühlt diese Würmer und Gegner. Wenn ihr hier ankommt, müsst ihr hier hoch. Hier werden euch drei von diesen Dingern nacheinander begrüßen, die ihr besiegen müsst, damit ihr hier hochkommt. Dann die Treppe hoch. Und dann habt ihr schon den ersten Shortcut frei, denn dann ist hier das Tor frei. Und dann geht es hier weiter durch die Tür. Hier direkt links. Runterspringen, mit Vorsicht aber. Die Treppe runter. Hier rechts. Wieder links. Die Gegner könnt ihr im Prinzip ignorieren, weil die machen gar nichts. Die lassen auch nichts Besonderes fallen oder so. Und wieder links. Hier die Treppe runter. Wenn ihr hier weiter geradeaus geht, kriegt ihr die Nomadenasche, aber wir gehen hier rum. Hier wieder in den Kanal. Dann rechts. Hier sind überall diese Frösche mit diesen großen Augen, die euch die Todespest geben können. Da müsst ihr aufpassen. Entweder ihr lauft einfach durch oder ihr besiegt die alle nacheinander. Weil davon kommen ganz schön viele. Dann seid ihr hier im großen Raum. Hier habt ihr wieder einen großen Gegner, den könnt ihr besiegen oder auch nicht. Müsst ihr hier die Treppe hoch. Zack. Hier entlang. Und dann habt ihr schon den ganz großen Shortcut, der euch sehr weiterhilft. Und seid direkt wieder an der Gnade. Und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil. Also, für den zweiten Teil geht ihr hier durch eure Abkürzung. Geht hier rechts aufs Rohr. Weiter, weiter, weiter. Gegner könnt ihr im Prinzip einfach ignorieren. Die kommen eh nicht hinterher, wenn ihr schnell seid. Hier rechts runter. Nur schön Schild oben lassen. Hier hochspringen. Aua. Hier links könnt ihr noch einen kleinen Shortcut mit einer Leiter machen. Und jetzt springt ihr hier in das Rohr rein. Hier direkt um die Ecke. Wenn ihr den Bereich da entlang geht, gibt es ganz viele Schmiedesteine und so, aber nichts Besonderes. Hier direkt um die Ecke. Mal Licht an. Hier links. Direkt hier das kleine Röhrchen runter. Hier ist eine Ratte. Hier müsst ihr runter droppen. Mal aufpassen, hier werdet ihr direkt angegriffen von dem. Dann hier runter. Hier links. Hier runter. Die Treppe runter. Und dann seid ihr schon am Fahrstuhl. Wenn er die nicht angreift, dann tun die euch auch nichts. Warten mal kurz auf den Fahrstuhl. Und so schnell könnt ihr bei Mog sein. Hier eine Gnade. Und jetzt könnt ihr Mog besiegen. Weiter geht's. Sobald ihr Mog besiegt habt, dann zeige ich euch den Weg runter zu den drei Fingern. Mog ist besiegt. Mit einer Mimik,
oder mit einer Asche oder mit Multiplayer sollte das eigentlich kein Problem sein. Hier bekommt ihr Gunst des Erdenbaums plus 1. Das ist der stärkste Talisman im ganzen Spiel. Und wenn ihr hinter die Wand angreift, dann geht hier ein Durchgang auf. Da könnt ihr durch. Und hier geht dann ein Weg runter. Bin mal gespannt, ob ich es jetzt beim ersten Mal direkt schaffe. Aber wenn nicht, dann cutte ich das natürlich schnell für euch. Also die Strebe runter. Die Strebe runter. Der Weg ist eigentlich nicht schwer, aber es ist halt Jump'n'Run bei Souls Games sind halt einfach nie geil. Also wir können den nehmen, wir können aber auch den Weg hier gehen. Das macht keinen großen Unterschied. Also es gibt einen kleinen Trick. Wenn ihr runterfallt von ganz oben, quittet schnell raus. Dann seid ihr auf dem Safe Spot, wo ihr das letzte Mal stehen konntet. Das hilft mal ein bisschen. So, und jetzt muss man, glaube ich, darüber. Sind wir schon fast ganz unten. Unausweichliche Raserei. Vielleicht auch für den einen oder anderen interessant. Und jetzt kann man hier rein. Dann gibt es noch ein kleines Easter Egg. Je nachdem, wer es möchte. Es gibt hier hinter normalerweise ein Item mit einer Karte. Wenn ihr die Karte haben wollt, müsst ihr den Gegner hier vorne triggern. Den hier. Na, müsst ihr ihn einmal schlagen. Und dann macht er so einen Angriff. Und mit dem Angriff muss er das Ding hier kaputt machen. Ich zeige euch das mal eben. Na komm. Komm, komm. Ist ein bisschen nervig, aber das geht schon. Ah, muss noch ein bisschen näher. Und jetzt das Ding hier kaputt und dann könnt ihr euch hier das Item schnappen. So, jetzt bin ich hier schon fast ganz unten. Hier noch runter. Und hier könnt ihr einfach runterspringen. Das macht nichts. Da sterbt ihr nicht. Und dann seid ihr ganz unten. Und hier gibt es eine Gnade. Da vorne sind die drei Finger. Wenn ihr da komplett nackt reingeht, dann kriegt ihr ein neues Ende. Und beim letzten Mal habe ich euch auch gezeigt, ich verlinke es euch oben, hier den Geheimgang, da mit einer Truhe mit einem Runenbogen. Und hier geht der Geheimgang weiter. Und was da ist, falls ihr das letzte Video nicht gesehen haben solltet. Ist noch eine Gnade. Und wir sind jetzt im Tiefen von Tiefwurz. Und den Weg werde ich gleich auch gehen. Oh, weil hier hinten gibt es nämlich einen Teleporter. Und der Teleporter, der bringt uns, oder bringt mich, hierhin. Und wenn ihr da seid, könnt ihr hierhin, hierhin, hierhin. Also da kann man ganz ganze Gebiet noch. Also so kommt ihr ganz schnell durch die Kanalisation an Mog vorbei und rein in Tiefen von Tiefwurz. Falls euch das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Und was mich mega freuen würde, ist, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet, kostenlos. Ich habe gesehen, viele schauen die Videos von mir gerne, aber abonnieren den Kanal nicht. Also gerne machen. Gerne einen Kommentar da lassen, wie ihr das Video fandet. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.